Okay, wir gehen in den Keller. Yo, was geht, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Nier und sage euch nochmal Hallo. Nocturnal Visit. Wir befinden uns in den tiefsten Wäldern von irgendeinem Land. Keine Ahnung, warum wir sowas machen. Wir sind auf jeden Fall Blogger, vielleicht sogar YouTuber. Das stand in der Spielbeschreibung nicht. Aber wir sind auf der Suche nach einem Haus. Einem Haus, mit dem irgendwas Komisches vor sich geht. In dem es vielleicht spuken soll. Irgendwas besessen ist. Ich weiß es nicht. Aber genau das ist unsere Aufgabe. Wir sollen uns das Ganze mal genauer angucken, unter die Lupe nehmen und erforschen sozusagen. Das ist ein kleines Indie-Horror-Game auf itch.io, was ich gefunden habe. Hat sehr, sehr gute Bewertungen. Ist das erste Spiel von dem Entwickler. Das heißt, wir sollen großzügig sein, hat er geschrieben. Und ich dachte, wir gucken gemeinsam da mal rein. Oder das ist ja genau unseres Ding. Pixel-Horror-mäßig und geile Atmosphäre einfach. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich über ein positives Like oder ein positives Kommentar oder ein Like natürlich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Let's go. Boah, ich bin hier mal gespannt, ne? Soll ungefähr 10 Minuten, eine Viertelstunde gehen. Yo. Natürlich wieder viel zu dunkel für mich. Press F to turn on your flashlight. Alright. Also, mitten im Wald ist das ja nicht gerade. Wie kann ich interagieren, wenn es rot leuchtet? Mit F, E, A, mit E. Soundkulisse ist auf jeden Fall voll am Start. Ah, ich mag das. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal ein bisschen hier umgucken, alles ein bisschen erforschen. Jo, was sind wir? 3,20 Meter oder was, wenn wir so weit über dem Auto hier sind? Scheiße. Okay. Richtiger Lost Player sind wir hier. Können wir da was aufmachen? Nee. Ah, okay. Wir probieren mal ganz klassisch durch die Eingangstür zu gehen, weil vielleicht ist sie ja nicht abgeschlossen. Ah, ist verschlossen, habe ich mir gedacht. Wir müssen einen anderen Weg finden. Sicher irgendwie durch den Keller, durchs Fenster. Durch einen Keller, durch irgendein Fenster. So lange kann das Haus noch nicht leer stehen. Ich meine, wenn man mitten im Wald einen Müllsack liegen lässt, der wird doch irgendwann aufgerissen von den Wildtieren und so. Was haben wir hier, einen Wasserhahn? Oder die Hintertür? Hallo? Hallo, ist da jemand? Ich komm mal rein. Ah, alles klar. Wir gehen mal rechts rum. Oh, Toilette funktioniert noch, dann ist ja gut. Sag mal her, was haben wir hier? Ich mach einfach mal alles auf. Guck mal, was hier ist. Fenster zugenagelt. Vielleicht damit nichts rauskommen kann oder nicht reinkommen kann. Aber da hätte man die Türen abschließen müssen. Ist das ein Loch im Boden? Nicht, gell? Nee. Oh, das Essen steht noch auf dem Tisch. Ist sogar noch Essen im Topf drin. Ja, genau. Würde ich auch nicht essen wollen. Aber wenn Essen noch auf dem Tisch steht, könnte das darauf hindeuten, dass Leute einfach fluchtartig gegangen sind. Oder sie sind noch oben. Vielleicht störe ich auch einfach beim nächtlichen Dinner. Boah, scheiße. Was haben wir hier? Der sieht wieder recht modern aus im Vergleich zu der anderen Einrichtung, die wir hier haben. Ja, wir haben auch nichts Besseres zu tun, als einfach in irgendein Haus reinzugehen. Können wir hier was? Nee.
Oh, wenn mir dann irgendwas entgegenspringt, ne, dann gehe ich an die Decke. Picasso auch am Start. Boah, wer hat denn bitte schon so eine Mülltonne, wo eigentlich draußen vor der Tür steht, in der Wohnung drinne? Wir nennen das einfach Vintage hier, den Einrichtungsstil. Vintage Antique. Okay, die Tür ist verschlossen zum Keller unten. Das war der Wind, sowieso. Okay, die Garagentür ist auch... Ey, hier läuft eine Fliege in meinem Zimmer rum. So, jetzt ist gut. Bin ich das? Kann ich nicht einfach eine Kerze anmachen? Wieso gibt es denn keine Lichtschalter? Die haben ja einen Kühlschrank, also müssen die ja eigentlich Strom haben hier. Die haben gar keine Lampen an den Decken. Boah, ey, hier ist der Schritt. Dachboden. Nö, da gehen wir nicht rein. Wow. Ja, die Wand ist halt morsch, ne? Da lösen sich halt nur mal irgendwann die Nägel. Also Strom ist da, aber Lampen... Weißt du, da ist Strom drauf und das funktioniert jetzt nicht, oder wie? Ja, wir haben ja eine Flashlight. Die Waffe eines jeden Horrorjägers. Hier ist das Schlafzimmer. Ich fühle mich halt so richtig wie in so einem Lost Place. Wir hinterlassen nichts außer Fußspuren und nehmen Fotos mit. Okay, wir müssen auf den Dachboden, ne? Wir müssen auf den Dachboden. Oh, ich weiß nicht, ey. Guck mal, die Treppe geht aber genau an der Wand entlang. Kann ich rückwärts hochgehen? Ich kann rückwärts hochgehen. Okay, ich mach's nicht. Da blinkt was. Boah, ey, das kam jetzt genau von hinten, ne? Ich will da irgendwie nicht hin. Was haben wir hier? Hier ist doch irgendwas, Mann. Ich weiß nur, irgendwas Komisches soll mit dem... Ah, das ist der Schlüssel für die Garage. Mann, ich höre die ganze Zeit Schritte. Es soll ja irgendwas Komisches mit dem Haus hier vor sich gefallen sein, oder... Ein alter Röhrenbildschirm. Natürlich geht der an ohne Stromkabel. Der hat einen Akku. 18 Volt von Bosch. 4 Stunden Ampere. Warte mal, die war verschlossen gewesen, ne? Oh, wir können sprinten. Okay, aber das mache ich nicht. Draußen könnte man meinen, dass die Sonne aufgeht langsam. Ich will jetzt wissen, von wo das Geräusch herkam. Ist mir jetzt egal. Aus dem Keller. Warte, wir haben den Schlüssel für die Garage, ne? Wo war denn die gewesen? Das war der Keller. Die Garage war gerade neben der Tür gewesen. Oder soll ich erstmal nochmal gucken? Vielleicht kam das auch aus der Garage. Der war ja schon umgefallen. Oh, warte. Ich kann da irgendwas machen. Ja, es sieht sehr unordentlich aus hier. Also, ey, denen fehlen ja auch schon die Räder. Also, wenn nicht mal hier schon ein paar am Werk waren und die Autos ausgeschlachtet haben. Aber den Röhrenbildschirm, den lassen sie oben auf dem Dachboden. Vielleicht haben die sich einfach nicht da hochgetraut. Was haben wir hier? Und hier haben wir jetzt den Schlüssel für den Keller. Mal gucken. Außer Spinnenweben und sonst haben wir aber eigentlich nichts, ne? Was sonst ist... Ist das, was runter umgefallen ist? Ist das, was wir gehört haben? Okay, wir gehen in den Keller. Puh. Genau, jetzt kommt eine Fliege hier. Krieg der Welten fängt an, Leute. Tom Cruise ist am Start. Was war das denn gewesen? Also wenn sich hier nicht mal ein paar Aliens eingenistet hat, dann weiß ich auch nicht. Also jetzt ist eigentlich die Chance, dass wir nochmal umdrehen könnten.
Was tun wir nicht alles für einen guten Block? Haben wir hier. Okay, wir haben hier ein Telefon gefunden. Ich habe mir das mal durchgelesen. Und zwar liegt das noch gar nicht so lange hier eigentlich. Und zwar geht es darum, dass der Besitzer von dem Telefon sich nach 10 Minuten relativ angefangen hat, komisch zu verhalten. Er hat komische Sachen gehört, er hat komische Sachen gesehen. Dinge haben angefangen, sich zu bewegen. Türen haben sich geschlossen. Und das Schlimmste und Gruseligste ist eigentlich gerade hier unten. Something is coming to basement. Das heißt, irgendwas ist begibt sich in den Keller oder ist auf dem Weg in den Keller. Und genau dort sind wir jetzt eigentlich. Telefon von oben ist am Klingeln. Wenn das mal nicht irgendwie einer war, weil ich meine, die Taschenlampe brennt ja noch, das heißt, lang kann das hier noch nicht liegen. Wenn das mal nicht irgendeiner war, wo dasselbe Vorhaben hatte wie wir, das Haus hier zu erforschen. Oh, ich will einfach raus jetzt, ne? Warte, das Telefon war ganz oben, oder? Das ist die Garage. Boah, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf eigentlich. Die Tür ist noch verschlossen gewesen hier. Ach du Scheiße. Ich habe Schritte gehört. Ich will mich auch gar nicht umdrehen oder so. Und was jetzt? Was? Welche Tür hat sich geöffnet? Die Backdoor, Mann. Da steht was mit roten Augen. Alles klar. Okay, meine Freunde, ich glaube, das war's. Das war das Spiel Nocturnal Visit. Ein cooles, kleines Indie-Game, muss ich sagen. Ja, Atmosphäre war gut gewesen. Grafik war okay. Ist jetzt nicht so das Nonplusultra, muss ich sagen. Aber für so ein kleines Game wird es natürlich auf jeden Fall gut. Und man muss auch dazu sagen, das war denen ihr erstes Spiel gewesen. Probiert es ruhig selber mal aus. Ich tue es sonst in der Videobeschreibung unten verlinken. Ist gratis auf itch.de. Und ansonsten würde ich sagen, bewertet das Video ruhig positiv und schreibt mir einen Kommentar. Ansonsten haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.